Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Forest. Ja, wir starten gleich mal ins Game rein. Und zwar, wir haben auf unserer To-Do-Liste haben wir mittlerweile drei Dinge abgehakt. Drei Dinge, um genau zu sein. Haben allerdings einige dazu bekommen. Erkunde hängende Höhle beispielsweise, erkunde Wasserfallhöhle und so weiter und so fort. Finde einen Weg in den Kessel. Den Kessel haben wir, glaube ich, in der letzten Folge war es, wo wir dieses schwarze Loch gefunden haben. Da sollen wir einen Weg reinfinden. Also durch die Höhle auf jeden Fall ging es schon mal nicht. Das heißt, wir müssen mal nach oben. Das Ding muss ja von oben auch irgendwo einen Eingang haben. Da werden wir uns auch nochmal damit beschäftigen. Finde die vermissten Flugzeugpassagiere. Einige haben wir schon gefunden, allerdings reicht das dem höchstwahrscheinlich nicht. Und baue Verteidigungsanlagen. Wir werden uns jetzt erstmal mit Verteidigungsanlagen beschäftigen. Oh, Totems haben wir auch. Oh, wir haben hier neue Einträge gekriegt. Totems. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Kleines Totem. Das heißt, wir können uns Totems bauen, die wohl die, Kannibalen abhalten davon, in unser Lager einzudringen. Aber bevor wir jetzt erstmal damit irgendwas anfangen werden, werden wir erstmal Verteidigungsanlagen bauen. Und zwar eine Hasenfalle würde ich mir eigentlich mal bauen aus 31 Stöcken. Könnte man fast hier eigentlich ins Lager platzieren. Wir bauen es aber trotzdem mal außen hin. In der Hoffnung, dass es irgendwie was bringt. Aber ich weiß nicht genau, wie das Ding funktioniert. Ob da wirklich ein Hase vorbeirennen muss oder ob das einfach so funktioniert. Wir stellen das Ding mal, komm, wir stellen es mal hier neben dem Felsen. Hier mitten rein. So, und dann legen wir einmal los. Wir haben ja relativ viele Stöcke auch noch im Lager liegen. Aber wir können uns auch noch welche herstellen. Kriegen wir da? Ne, da kriegen wir keinen Stock raus, oder? Ne, nur irgendwelche Pflanzendinger. Okay, wir holen uns mal ein paar Stöcke. Wir werden aber auch Verteidigungsanlagen bauen müssen zwangsweise. Heißt, wir schauen mal, was wir da machen können. Und zwar Verteidigungsdornen. Verteidigungsdornenwand. 9. Oh, okay. Verteidigungsdorn. Das hält eher einen Panzer auf, wenn ich da komplette Baumstämme nehme. Soll ich einen Panzer damit aufhalten? Ein Katapult. Verteidigungsdornenwand. Okay, wir werden mal die Dornenwand hier platzieren. Und zwar eigentlich direkt hier dran, nach Möglichkeit. Ich hoffe, die zeigen nach vorne. Ja, so ziemlich. Heißt von... Da geht es gar nicht. Wieso kann ich die hier nicht platzieren? Platzieren. Hier ist überall rot. Okay. Das ist... Wieso kann ich die nicht platzieren? Dann halt nicht Verteidigungs... Die hier gehen komischerweise. Wieso gegen diese Wand nicht? Gut, dann bauen wir halt so ein Ding. Ich weiß zwar nicht letztendlich, was es bringen soll, aber... Verteidigt wohl nach hinten und vorne. Wir setzen es mal hier neben unsere Basis. Ich werde davon nur eins bauen. Ich will eigentlich nur diesen Punkt aus der To-Do-List abgehakt haben. Der ist es mir erstmal relativ egal. So, da sind nur noch zwei Baumstämme. Das heißt, wir werden jetzt erstmal ein paar Baumstämme wieder sammeln gehen müssen. Zwangsweise. Und auch ein paar Stöcke sammeln gehen. Und jetzt erstmal die Hasenfalle fertig bauen. Ich verspreche mir da den einen oder anderen Hasen zu... Ja, cool. Ich kann die Echse vor mir herschieben. Auch geil. Ja, versprechen wir einige Hasenfälle davon. Wir werden auch mal ein Felllager bauen und vielleicht mal eins dieser Totems ausprobieren. Das heißt, wir werden jetzt erstmal wieder die ein oder andere Folge mit Bauen verbringen. Ist, glaube ich, aber auch mal wieder nötig. So, das heißt... Bin ich damit eigentlich... Eigentlich egal, mit was ich fälle. Wir müssen auch wieder Fleisch braten. Ich sehe es gerade, Hydration und so weiter. Müssen wir auch mal schauen, dass wir da dementsprechend wieder auf den grünen Damm kommen. Ich hätte auch gerne noch eine bessere Wasserstelle eigentlich. Beziehungsweise eine Möglichkeit, Wasser besser abzukochen. Vielleicht müsste ich mir nochmal mit dem Kochtopf irgendwie auseinandersetzen. So, Baum fällt. Bitte nicht auf mich drauf. Und nicht auf meinem Wagen. Nicht auf meinen Wagen. Auf Stop. So. Eins, zwei. So, wir werden allerdings 9 Stück, wie gesagt, brauchen. Das heißt, wir werden ein paar mehr brauchen. Und jetzt... What the hell? Ernsthaft? Oh, okay, er stellt ihn wieder richtig hin. Gott sei Dank. Wie habe ich das denn geschafft? Ich habe das Ding einfach umgerannt, aber komplett volle Kanne umgerannt. Das. Okay. Ja, wir werden erstmal die eine Verteidigungsanlage... Ich hoffe, das reicht dann für diese To-Do-Liste, dass er das abhakt. Verteidigungsanlagen, ich weiß nicht. Ich brauche, glaube ich, gar nicht so viele, weil... Wenn die mich wirklich angreifen, habe ich die bis jetzt eigentlich immer gleich erledigt. Na, wie sieht's aus? Schön. Heißt, so großen Bedarf habe ich daran eigentlich gar nicht. Wir gehen mal kurz was trinken. Was Nahrungszubereiten muss ich mir auch. Wenn wir jetzt die Holzfälle arbeiten, dementsprechend nämlich machen, ist das Problem, damit wir wieder relativ schnell... Hier können wir trinken. Ja, relativ viel Nahrung verbrauchen.
Das, ja, und zwar, das ist dieses Wasser, das sollte ich wahrscheinlich nicht unbedingt nämlich eigentlich trinken. Mir bleibt aber an und für sich eigentlich gar nichts anderes übrig. Nur ein einziger Stock? War ich wenig? Aber okay. Tatsächlich, nur ein Stock. Könnte mir höchstens so eine Echse, könnte ich mir mal schnell jagen. Aber vielleicht, ja, wobei, wir haben eigentlich auch noch anderes Essen. Ja, essenstechnisch sind wir, glaube ich, eigentlich noch relativ gut aufgestellt sogar. So, wo ist das Bäumchen? Da ist es. Ich glaube, das ist... Halt. Das nicht auch einer? Nee. Ah, Bären. Nein, du sollst das Ding nicht... Irgendwie rennt er heute irgendwie gegen alles Mögliche. Könntest du es aufhören, die ganze Einrichtung hier zu demolieren? Mein Freund, du sollst eigentlich nur ein Bäumchen fällen. Den musst du gar nicht machen. So, Stöckchen einsammeln. Für die Hasenfalle. Ja, das geht auch, wenn man nur von einer Seite auf den Baum einschlagen. Ich wollte gerade sagen, ich muss doch hier nicht außen rumrennen, wie blöde. Oder? Doch, das... Auch von einer Seite ausgehen. So, nächster. Kann ich hier eigentlich nebenbei... Oh, cool, das geht sogar. Nebenbei Stöcke einsammeln. Mittlerweile, keine Ahnung, die 16., 17. Folge und ich komme jetzt erst hinter mal dieses Zeug. Halt, da waren... Da ist noch ein Steckchen. So, momentan halten sich die Kannibalen ein bisschen zurück. Ist jetzt nichts Schlechtes unbedingt. Wir waren jetzt auch in der Höhle, haben sie ein bisschen dezimiert. Haben uns auch mal mit so einem Riesmutanten angelegt. Der ging... Ja, der hat schon ordentlich ausgehalten, aber es ging eigentlich nur. Ich habe den für schwerer gehalten, ehrlich gesagt. Steuerung von dem Wagen werde ich nach wie vor nicht richtig haben. Oh, da ist noch einer. Weiß nicht, zwei. Nehme ich auch noch mit. Das müsste aber links für die Verteidigungsanlage, müsste, glaube ich, reichen. Stöcke wird es nicht ganz reichen. Ich hätte zwar noch im, mein Stocklager im Lager selbst, ist relativ voll. Aber das wollte ich jetzt eigentlich nicht komplett dafür plündern. So, 1, 2. Bingo. So, hat das Ding jetzt aus der To-Do-Liste das Ganze abgehakt? Wir nehmen die mal, lagern die mal drin. Wir werden sowieso auch noch den ein oder anderen Schrank letztendlich brauchen. Da führt kein Weg dran vorbei, weil halt der Platz in diesen Schränken extrem begrenzt ist. Das können sie, irgendwann können sie das mal fixen von mir aus. Also da hätte ich echt nichts dagegen. Wir brauchen echt auch mega viele Stöcke. So. Dann einmal hier rein. Sieht's aus mit Bären. Eher schlecht. Können hier wieder welche anpflanzen. Und der eine Busch ist weg. Muss ich die gießen? Eigentlich ja nicht. Na komm, wir nehmen hier mal Stöcke mit. Wir können das Stocklager wieder auffüllen. Stöcke findet man letztendlich überall. Ich bin nur gerade ein bisschen zu faul, suchen zu gehen. Cool ist allerdings, dass er das Gras um die Verteidigungsanlage rum wegmacht. Glaube ich. Ich glaube, da war vorher Gras. Müssten wir nochmal anschauen. Ich bin der Meinung, dass da vorher nochmal Gras war. Wie viel fehlen? Stöcke, 5 Stück fehlen mir noch. Das war die Frage. Wir bräuchten was zu essen. Da ist ein Hase. Den erwische ich, glaube ich, mit der Axt eher weniger. Wir machen uns schnell mal ein Feuer. Ich glaube, ich habe noch Fleisch. Ich müsste noch Hasenfleisch, glaube ich, sogar haben, oder? Ja, hier haben wir Fleisch. Komm, 2 Stück. Brat mal bitte. Dann nehmen wir 1, 2, 3, 4, 5. Und dann müssen wir unser Stocklager wirklich langsam wieder auffüllen. Wir können auch schnell mal nachschauen. Und zwar, wo ist es denn hier? Lagerung. Freies Bauen. Erhöht. Knochenzaun. Nee, das brauche ich auch nicht. Das auch nicht. Signalstacke. Nee, Seilrutsche wäre auch interessant. Also es gibt noch einiges, was ich eigentlich noch gerne bauen würde. Mittlerweile in Einrichtung haben wir auch einiges freigeschalten. Fallen und so weiter. Sturzfalle. Habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das Ding funktionieren soll. Beziehungsweise was ich genau damit anstellen soll. Signal, das SOS könnte man höchstens mal legen. Hier Totems. Eigenes Totem, kleines Totem. Eigenes Totem könnte man mal machen. Das war ja schon wieder ausgegangen. So, wir hauen erstmal hier rein. Ich hätte gern noch wirklich so einen Knochen oder ein Schädellager oder sowas. Noch eine Lagermöglichkeit erst. Hm, wo war denn hier noch Lagermöglichkeit? Hier, oder? Stocklagerhammer, Baumstammschlittenhammer, Steinlager. Sowas zum Beispiel. Ein Steinlager. Stein haben wir auch sehr viele. Um die zu lagern, schadet, glaube ich, auch nichts. Halt, da ist mein Knochenlager. Und dann machen wir das Ding hier hin.
8 Stöcke. Wir machen erstmal die Hasenfalle fertig. Wir brauchen ganz dringend mehr Stöcke. Da rennt der Hase. Ich hoffe, du rennst auch gleich wieder da rein. So, 5 Stück. Das Ding ist fertig. Bin mal gespannt, ob wir da einen Hasen rausziehen werden. Gut, dann soll ich wirklich die restlichen Stöcke jetzt da rein investieren? Ach komm. Dafür haben wir sie ja eigentlich gesammelt. Nein, 3 Stück fehlen mir. Wir haben keine mehr. Okay, schade. Ja, nichtsdestotrotz, wir gehen jetzt erst nochmal Stöckchen suchen. Baumstämme bräuchten wir jetzt erstmal nicht. Wie sieht es jetzt mit unserer To-Do-List aus? Oh, Verteidigungsanlagen. Okay, das scheint nicht zu reichen und die Falle scheint ihm auch nicht zu reichen. Ah, da wären nochmal 2 Baumstämme. Die habe ich anscheinend kont ignoriert. Ja, das heißt, wir machen oder haben jetzt erstmal wieder eine kleine Baufolge. Komm, machen wir hier noch die Dinger rein. Die blauen Beeren kann man essen. Bei den Wrestlingen bin ich mir nicht so sicher. Da rennt der Hase. Wo ist meine Falle, mein Freund? Habe Hunger. So, das heißt, ja, in die Höhlen müssten wir logischerweise eigentlich ja auch nochmal. Aber ich glaube, das machen wir dann in der nächsten Folge wieder, wo wir uns mal wieder auf Suche nach Kannibalen begeben, beziehungsweise nach Passagieren. Bisschen die Map noch erkunden. Dieses große Loch, was wir letztendlich gefunden haben, müssen wir auch noch erkunden. Toll, man sieht gerade rein gar nichts. Da in der Mitte sieht man das große Loch. Das ist wirklich exakt in der Mitte von der Map sogar. Die Karte ist halt... Ja, es ist schön, dass wir die Karte haben, aber ganz so hilfreich ist sie halt doch nicht. Man sieht ein bisschen was auf der Karte, aber ich hätte mir mehr erhofft eigentlich. Immer da Stöcke, nee. Da liegt einer. Haben wir eigentlich Blätter zumindest rausgekriegt? Haben wir Samen gekriegt, Stock gekriegt, nochmal Samen gekriegt? Kann es nicht mehr tragen. Ist denn in denen ihrem Lager einer? Aber da jetzt schon wieder hinzurennen, ist eigentlich sinnfrei. Also da waren wir jetzt oft genug. Halt. Nee, schade. Hat das gerade donnert? Da sind nochmal 2 Stöcke. Ja, da haben wir letztendlich schon alles durchsucht. Wir können jetzt wieder Stoff mitnehmen, die Totems, die respawnen, so wie es aussieht. Genauso wie die anderen Stofffetzen. Da hockt, das ist eine Leiche. Ja, eine mit diesen Tennisbällen. Okay, das bringt uns nicht weiter. Wir machen das Ganze jetzt so. Ich werde jetzt nochmal die Stöcke, werde ich nochmal zurückbringen. Verteidigungsanlagen, ich weiß nicht, wie viele man da bauen muss letztendlich. Auf jeden Fall, die eine hat ihm jetzt nicht gereicht. Dann würde ich eigentlich fast nochmal ein bisschen die Map erkunden wollen. Allerdings nicht ohne mich vorzubereiten. Das heißt, Schokoriegel, Getränke und so weiter ein bisschen was mitzunehmen. Auch wenn es nicht viel ist. Und vor allem, es wird bald wieder dunkel werden. Vor allem nicht nachts unterwegs sein. Denn nachts ist es halt wirklich relativ stressig, das Ganze. Das heißt, wir bereiten uns jetzt erstmal auf einen größeren Ausflug vor. Und dann gehen wir mal in eine Richtung, wo wir schon lange nicht mehr waren. Mein Freund. Einmal voll vorbeigeschlagen. Ist die gesprungen? Wo ist die Echse hin? Ich glaube, ich nehme mit Vögeln vorlieb. Um einiges leichter zu fangen. So, komm hier, Steine rein. Stein, 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 Stein. Dann kann ich mein Lager endlich mal aufräumen, die ganzen... Komm her. Hör dich, Peter. Treffer, halt. Nicht wegfliegen. Die Federn, die suchen immer das Weite. Das ist ein bisschen arschschade. Cool, mittlerweile landen sie auch... Was war denn... Hallo? Ich treffe ihn. Hallo? Aber dann war ein astreiner Treffer. So, Treffer, 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 Federn mitnehmen. Das machen wollte ich eigentlich gar nicht. Haben wir momentan nicht nötig. Wir legen uns dann erstmal schlafen, zumindest wenn es dunkel geworden ist. Und wir müssen noch ein bisschen was aussortieren. Ich habe momentan noch zu viel Zeug da, was mir nichts bringt. So, Stein rein. Essen haben wir, das haben wir. Können wir noch Zeug bauen, was sinnvoll wäre? Gut, finde Timmy hat nach wie vor oberste Priorität. Stocklagerhammer, Steinlagerhammer. Waffenhalter brauche ich, glaube ich, nicht. Sprengstofflager eigentlich auch nicht. Kleiner Schrank, ein großer Schrank, aber das kostet nämlich immer 8 Baumstämme.
Appelllager. Noch ein Korb? Nein, danke. Pfeilkorb muss eigentlich auch nicht sein. Oh, das war's eigentlich schon. Felllager vielleicht noch. Aber 20 Stücke. Und wir bauen nochmal einen Schrank. Ich glaube nochmal das Sinnvollste, was ich im Moment machen kann. Und zwar am besten wirklich hier nebendran. Da liegt auch noch ein Steinchen. So, aufhebe. Dann haben wir hier. Da rennt schon wieder ein Hase rum. Ich glaube, es wird nicht reichen. Und ich muss unbedingt mal irgendwie noch eine Stufe hier einbauen. Weil das ist, was mich auch momentan noch stört. Das mit der, mit meiner Treppe da. Beziehungsweise mit meinem Eingang. Komm, geht zu. Jetzt geht's wieder nicht. Hallo? Ich hab's zugekriegt, wo ich es nicht zumachen wollte. Oh, so geht's. Ich hab's leider, das Tor ist wirklich falsch rumgebaut. Das sind diese kleinen Baumängel, die ich letztendlich habe, aber gut. Eben kann ich im Moment damit. Auch damit, dass wir momentan noch kein Dach haben. Das ist noch verschmerzbar. So, zwei Stück, die werden nicht ganz reichen. Ich glaube, einer fehlt mir, kann das sein? Zwei fehlen mir. Schade. Halt, nicht zusperren. Oh, uff. Oh, jetzt geht die... Jetzt ist zu. Jetzt ist offen. Oh, ich krieg das. Irgendwann krieg ich es nochmal zusammen. So, jetzt ist die Frage, ist es zu gefährlich? Ja, es ist zu gefährlich. Da rennt schon wieder einer. Es ist zu gefährlich, nachts rauszugehen. Yes, die sind... Alter, die sind so scheiße schnell. Du kommst denen nicht hinterher. Okay. Haben wir noch irgendwas, was wir jetzt tun und machen können? Außer die Totems. Eigentlich nicht. Verteidigungsanlagen. Oder sind damit die Totems gemeint? SOS kann ich legen mit 34 Steinen. Das? Okay, das können wir überall hinlegen, so wie es aussieht. Ist das egal, wo ich es hinlege? Ich würde es ja wirklich eigentlich gerne hier ins Lager legen. Ne, hier geht's nicht. Wir können es hier hinlegen. Na komm, das machen wir mal an der Stelle. Steine haben wir sowieso relativ viele. So, da liegt noch einer. Ich weiß nicht, was dieses SOS-Zeichen bringt. Es kann sein, dass dann irgendwelche Flugzeugabwürfe kommen oder irgendwas anderes. Gerettet werden wir höchstwahrscheinlich nicht. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass wir dann dementsprechend gerettet werden. Denn unsere Hauptmission ist halt wirklich Timmy zu suchen. Den wir momentan noch nicht mal ansatzweise gesehen haben oder ansatzweise eine Spur von ihm haben. Das heißt, wir werden noch eine ganze Weile unterwegs sein. Bevor da irgendwas in der Richtung passiert. Da habe ich noch einen Stein. Ich habe schon ein Steinlager, ich Vollidiot. Egal. Man kann nie genug Steinlager haben, wie man sieht. Dann können wir das SOS-Zeichen komplett fertig sogar bauen. Da haben wir zumindest die Baufolge komplett ausgenutzt. So, das war's an der Stelle. Kriegen wir es fertig? Ah, es wird eng. Das könnte reichen. Zwei Stück. Nein, ein Stein fehlt uns. Ah komm, der wird noch irgendwo im Lager rumliegen. Da, beispielsweise. Dann haben wir es fertig. Da rennt Nase rum. Bingo! Hat mir das jetzt irgendwas gebracht? Aber ich glaube nicht. Nee, eigentlich nicht. Okay, erkunde hängende Höhle, erkunde Wasserfallhöhle. Das heißt, wir werden die Höhlen noch ein bisschen erkunden in der nächsten Folge. Beziehungsweise, ja, immer mal in der nächsten Folge. Dann war das jetzt eine Baufolge. Wir werden dann erstmal am nächsten Tag, werden wir unser Regal noch fertig bauen. Dann werden wir uns vorbereiten auf eine große Reise und werden höchstwahrscheinlich einmal, wohin lang gehen wir denn? Ja, eigentlich in Mitte der Karte. Einfach mal gerade nach oben, da ein bisschen mehr aufdecken, gerade was die Karten angeht. Oder die Karte angeht. Ach, sieht schon cool aus. Ja, dann würde ich sagen, wir speichern mal schnell noch. Baufortschritt sollten wir ja festhalten. So, dann legen wir uns einmal noch pennen. Und dann war es das für die Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst mir noch ein Gefällt mir da. In der nächsten Folge, wie gesagt, werden wir ein bisschen mehr erleben. Das war mal wieder eine Baufolge. Wir haben SOS hier reingezimmert. Wir werden jetzt noch den Schrank fertig bauen. Und schauen mal, was dann noch so passiert. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge.